Ah, egal. Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Irgendwas? Das ist mein Interesse. Da hat jemand seine Scheiße hinterlassen. Zigarettenstangen. Oh, hier ist ein Elix-Vorkommen. Oh fuck. Ha! Scheiße, da kommt was raus. Zeit zu speichern. Da kommt auf jeden Fall was raus. Warum greifst du denn mich an? Ah! Ist das ein Ekelvieh? Ouch. Haben wir sie getötet? Oh, Gott sei Dank, Mann. Boah. Okay, man muss nur in der Nähe stehen, dann werden die wieder nach kurzer Zeit wieder lebendig, die Begleiter. Wäre sonst ziemlich scheiße gewesen, wenn die ständig kapieren würden. Oh Mann, ey, ich hab's doch gewusst. Das hat mich wieder so zu Tode erschrocken. Wir laufen falsch. Wir sind genau in die andere Richtung. Und dann gab's dafür 60 plumpige Erfahrungspunkte. Aber immerhin, ich habe mal eine Spinne besiegt, aber alleine hätte ich das nie geschafft. Oh fuck. Oh fuck.
Oh, fuck. Da geht's hoch. Das ist so cool. Meine Güte. Kann sich da nicht festhalten. Er hält sich da nicht fest, scheiße. Okay, wir sind wieder in der Stadt. Ich guck mal, ob ich sie mitnehmen kann. Na gut, jetzt ist es ja sowieso egal, ne? Weil es eine neutrale Stadt ist. Hätte ich ja Arcs wahrscheinlich sogar auch mitnehmen können. Aber der hockt ja jetzt woanders. Hello. Jetzt mal wieder. Ja, das kann sie. Ja, stimmt, die war ja sowieso schon vorher hier. Oder? So, jeder weiß, was jetzt passiert. Wir haben es ja leider nicht abends. Ich könnte bis abends schlafen, um versuchen, da nochmal reinzukommen. Den Bereich hatte ich hier noch nicht angeschaut, ne? Oh, da hat jemand eine Ratte gekocht. Na dann, wer es braucht? Ach, Jörg! Schmeckt dann wenigstens die Ratte? Wenn du wegen den Nahrungsrationen hier bist, dann kannst du direkt wieder verschwinden. Ich erkläre es jetzt zum 100. Mal. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ich habe weder etwas zu verkaufen, noch zu verschenken. Wovon redest du da? Wie? Du bist gar nicht hier, um deine kostenlose Ration abzuholen? Ach so, ja. Also entschuldige, dass ich so genervt war. Es ist nur... Ich hab das Ganze hier so satt. Diese Grabenkriege zwischen Berserkern und Outlaws. Als ich noch Setzer in Goliath war, war alles einfacher. Wir hatten unsere Gesetze. Und an die hat sich jeder gehalten. Warum können wir Menschen nicht einfach alle zusammenhalten? Tja. Wenn das so wäre, dann wäre die Welt, glaube ich, ganz schön langweilig. Warum gehst du nicht zurück nach Goliath? Ich bin damals freiwillig gegangen, um ein weiteres Weltenherz in Abessa aufzubauen. Aber als klar wurde, dass der Setzling nicht wuchs, hat Caleb gesagt, dass wir hier bleiben. Nein, für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich habe mich den Anweisungen Goliaths widersetzt. Wenn ich zurückgehe, werden sie mich ohne zu fragen in einen ihrer Käfige stecken. Ich wollte ja gar nicht hierbleiben, aber Caleb weiß, was er tut und ich tue, was er sagt. Los. Was ist denn jetzt los? Kaya? Bleib hier stehen. Na gut. Schleichst du etwa? Nein, du blöde Sau, du! Mann, verdammt, Wiley, du kannst doch mal irgendwo arbeiten gehen. Musst du nicht hier ständig an der Hütte hocken? Scheiße.
Schleichst du etwa? Kannst du vergessen. Hast du was verloren? Ja, ich habe meine Sachen in deiner Truhe vergessen. Mitkommen. Alles klar. Ah, ich krieg das noch hin. Ich krieg den noch. Ich muss bis abends warten. Wenn es dunkel ist, dann werde ich ihn seinen Sachen erleichtern. Viel Zeug tut auch nicht gut. Sind ein paar Separatisten alt. Die ist die Werkbank, aber ich kann nichts machen. Mit ihm haben wir schon geredet, mit Daryl. Der hat auch nichts relativ Interessantes in seiner Bude. Hier war noch Nidra irgendwo. Na, na. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Ich bin davon nicht überzeugt. Hey du, verdammt, ich erkenne dich. Du bist... Ja, Fank, ich bin's, dein ehemaliger Commander. Aber häng es nicht so an die große Glocke, okay? Ich hörte, sie hätten dich erschossen. Hm, scheinbar eine Fehlinformation. Wir leben hier unter Menschen, also versuchen wir uns den menschlichen Ritualen anzupassen. Hiermit heiße ich dich willkommen in der Kuppelstadt. Wirst du hier bleiben und uns bei unserer Sache unterstützen? Das wäre ja lustig, wenn jede Fraktion versucht, innerhalb der Kuppelstadt die andere Fraktion rauszuschmeißen. Also wenn es darauf hinausläuft, dann ist das sehr, sehr spannend. Was ist eure Sache? Wir haben dafür gekämpft, in die Stadt zu dürfen. Und jetzt kämpfen wir darum, hier zu bleiben. Also, wirst du uns unterstützen? Scheiße, ey. Oh, fuck. Oh Mann, ist das unfair. Ach komm. Ja, wir müssen zusammenhalten. Draußen herrscht Krieg. Die Menschen müssen einsehen, dass wir, zumindest für einige Zeit, dieselben Ziele verfolgen. Die Menschen schreien nach Frieden, während sie die Waffen aufeinander richten. Ich werde die Natur des Menschen niemals verstehen. Wir, du und ich, teilen ein ähnliches Schicksal. Es ist logisch, dass wir zusammenhalten. Wenn wir es nicht schaffen, neben den Menschen zu existieren, wird der Krieg niemals enden. Wieso werdet ihr in der Stadt geduldet? Das ist genau das, was wir werden. Geduldet. Auch ich bin skeptisch, wenn ihr euch hier niederlassen wollt. Ich verstehe dein Misstrauen, Berserkerin. Aber wenn ihr uns keine Chance gebt, uns zu beweisen, wie sollen wir uns dann jemals vertrauen? Und das ist es, was ich in dieser Stadt sehe. Eine Chance, uns zu beweisen. Diese Stadt ist ein Bollwerk gegen den Krieg und jeder sieht etwas anderes in ihr. Die Outlaws sind der Meinung, sie werden unterdrückt und bekommen nicht genug Macht. Die Kleriker behaupten, sie wären neutral, auch wenn sie es offensichtlich nicht sind. Die Berserker hier sind feige und verstecken sich vor ihrem eigenen Gesetz. Wir sind die Einzigen, die ernsthaft versuchen, Frieden zu finden. Wir sehen, was die Alps anrichten, und wir sehen, wohin das führen kann. Wir und die Menschen teilen die gleichen Ziele. Das ist der Grund, warum wir geduldet werden. Hat sie sich gerade ins Gespräch mit eingemischt? Ist ja mega cool. Weiß gar nicht, war das in Gothic auch so, dass die Begleiter sich... Hatte man eine... Nee, in Gothic hatte man keinen Begleiter. Ja. Weiß es gar nicht mehr, ist schon so Ewigkeiten her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Weiß nur, dass es Hood gab, oder Bud, oder wie er hieß, der dir ständig nachgelaufen ist, die blöde Sau. Das war vielleicht ein nerviger Kerl, ey. Braucht ihr Hilfe? Es ist gut, dass du deine Hilfe anbietest. Die Berserker arbeiten bereits daran, uns aus der Stadt schmeißen zu lassen. Auch wenn sie uns nicht als Menschen sehen, so sind wir trotzdem auf Schutz angewiesen. Die Bedrohung der Alps aus Xarkor betrifft uns alle. Du bist einer von uns. Aber die Menschen scheinen dies nicht zu erkennen.
Wenn sich ein Mensch für uns einsetzen würde, hätten wir eine Chance, gegen Caleb und York anzukommen. Aber ich möchte die Berserker nicht verarschen. Ich möchte eigentlich viel mehr... Verdammt, ey. Wegen eurer drohenden Verbannung aus der Stadt. Okay, das... Da gibt's doch anscheinend noch mehr Informationen. Erklär mir deine Seite der Geschichte. Ein Berserker namens York hat uns beschuldigt, Spitzel der Alps aus Xakor zu sein. Er behauptet, er habe uns gesehen, wie wir mit ihnen Kontakt hatten, um Informationen über die Generatoren auszutauschen. Einen von uns haben sie bereits aus der Stadt geworfen. Lass dir gesagt sein, die Anschuldigungen sind eine Lüge. Wir sind keine Freunde der Alps aus Xakor. Wir sind Geflohene. Ich werde euch helfen. Gut, dass du dich dazu entschlossen hast. Am besten gehst du direkt zu York. Auch wenn Caleb derjenige ist, der die größten Anschuldigungen gegen uns vorgebracht hat. Aber seine Argumente beruhen einzig und allein auf dem Augenzeugenbericht von York. Wenn York zu den Klerikern geht und ihnen berichtet, dass er gelogen hat, dann hätte Caleb nichts mehr gegen uns in der Hand. York muss für uns aussagen, andernfalls werden wir aus der Stadt verbannt und dem Tod überlassen. Verzwickte Situation. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn so? Machtwelle, Körperschild. Oh, Gottes Willen. Kacke. Das heißt, wir müssen mit York, dann können wir mit nee. Ihr... Ich habe das schon mal. Da ist Nira. Spät haben wir es eigentlich. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Was willst du von mir, Mensch? Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Ihr Menschen macht mir keine Angst. Ihr seid die Pest dieses Landes. Obwohl, irgendetwas ist anders an dir. Treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum? Ich kenne eine Menge Alps. Dachte ich mir. Du siehst auch irgendwie vertrauenswürdig aus. Wir können mehr Menschen gebrauchen, die für uns sprechen. Selbst wenn sie die niedrigere Lebensform sind, so brauchen wir sie doch zum Überleben. Mein Gott. Die ist sehr unsympathisch. Oh, Moment. Oh, Niras Aufzeichnungen.